Hallo Leute, willkommen zu diesem neuen Video. Heute geht es um die HJS 300 Zellen Downpipe, die ich mir für meinen M140i mit OPF gekauft habe. Wie immer möchte ich euch ja mitnehmen bei der Reise, was ich so alles am Auto verändere und dann ehrlich und so objektiv wie möglich berichten, wie das so alles geklappt hat, was meine Erfahrungswerte daraus sind und ob man das nochmal machen würde. Wie immer gilt, ich werde leider nicht gesponsert, ich habe mir die also ganz regulär auch gekauft. Warum macht man das überhaupt? Klar, ich denke, der Hauptgewinn ist meistens der Sound. Man entlastet auch dadurch den Turbo, weil der Serien-Cut oder die Serien-Downpipe hat ja 1000 Zellen. Und wenn ich jetzt einen 300-Zellen-Cut habe, dann habe ich ja ungefähr ein Drittel nur noch der Zellen und dementsprechend dann auch deutlich besseren Durchsatz. Und der Turbo muss sich quasi nicht so quälen, die Abgase dann nach draußen zu befördern. Und der dritte Punkt ist die Leistungssteigerung, wobei ich mein Auto ja 100% Serie fahre. Da gibt es ja von einem berühmten Chip-Tuner auch ein Video, wo er bei einem M140i oder M240i, muss ich jetzt lügen, die Downpipe umbaut und dann vorher und hinterher eine Leistungsmessung macht, um dann festzustellen, dass es nichts bringt, weil der Motor die Leistung einfach regelt. Also ich glaube, es bilden sich immer viele ein, man hat mehr Leistung. Ich wollte es nach meinen Maßstäben wissenschaftlich ergründen. Ich habe leider keinen Leistungsprüfstand, wobei auch der ist ja nicht immer 100% verlässlich, je nachdem, welche Temperatur gilt, wie ist die Luftzuführung, welcher Leistungsprüfstand ist es, bla bla bla. Deshalb habe ich die 100 auf 200 Zeiten jetzt mal als Maßstab genommen. Da kommen wir aber gleich zu. Wie gesagt, OPF in meinem Fall und die Downpipe ist auch unterschiedlich. Der OPF hat ja noch diesen komischen Metallschnorchel da dran, über den dann dieser OPF-Sensor dann noch gesteuert wird bzw. dann ausgelesen wird. Die Non-OPF-Downpipe ist also anders. Ihr könnt die also nicht beliebig hin und her tauschen. Ja, was gibt es überhaupt für Optionen? Ich denke, viele bauen die OEM, also die originale Downpipe, um. Sprich, das Ding wird aufgeschweißt, dann kommt ein anderer Cut rein, zum Beispiel von HJS in der Regel. Und dann hat man einen 300-Zeller für ungefähr 500, 550 Euro so um den Dreh. Und der ist natürlich ähnlich gut in der Theorie. Also erste Option wäre OEM Downpipe umbauen. Logischerweise illegal, brauche ich nicht extra erklären, aber halt eine sehr preisgünstige Lösung. Zweite Variante ist die Friedrich Motorsport. Die hat 200 Zellen. Die ist auch legal mit ECE, ist aber so die teuerste Option, die man machen kann. Und die Passgenauigkeit gilt als nicht besonders toll. Man kann sich dann wohl immer behelfen, also es ist noch keiner irgendwie dann gescheitert, das Ding nicht eingebaut zu bekommen. Aber wenn man so viel Geld ausgibt, würde es mich nerven. Also deshalb habe ich von der Friedrich Motorsport Abstand gehalten. Und ich glaube auch nicht, dass 200 Zellen langfristig die AU schaffen werden. Ich weiß, das hängt von der Beschichtung ab. Das kann man jetzt so pauschal nicht sagen. Ist einfach mein Gefühl, ihr dürft alle machen, was ihr wollt. Dritte Option, das ist die, für die ich mich jetzt entschieden habe, ist die HJS 300 Zellen Downpipe. Die hat 2 Jahre Garantie. Die ist ECE zugelassen, das heißt, man darf die kombinieren, in meinem Fall mit der Acra Slip-On, die ja auch eine ECE-Zulassung hat. Ich habe die Quelle unten eingeblendet, das sagt der TÜV Süd, also man darf ECE-Teile kombinieren. Wenn es also eine ABE, EG, EWG oder was auch immer Auspuffanlage ist, dann gilt das nicht. Also man darf ECE-Teile kombinieren und das sagt halt auch der TÜV Süd, solange die Standgeräuschmessung unauffällig ist. Das heißt also, in meinem Fall 94 dB eingetragen, mit 5 dB Toleranz dürfte man rechnen. Wenn ich da drunter bleibe, ist alles cool. Wenn ich da drüber bleibe, dürfte ich diese Downpipe nicht zusätzlich verbauen. Nachteil im Vergleich zu der ersten Option, also einer OEM umgebauten Downpipe, ist natürlich, die ist logischerweise teurer, weil man muss hier die ECE-Zulassung bezahlen. Da muss ja ein Hersteller durch. Das kostet Geld, so ein Gutachten zu erstellen und das sieht man dann natürlich auch am Preis. Wobei ich glaube, die verdienen immer noch ganz gut daran. Dann sind wir auch beim Preis. Wie immer 100% transparent bei mir. Ich habe 1791 Euro bezahlt. Ganz offiziell vom Händler, natürlich eine neue Downpipe, völlig logisch, nichts Gebrauchtes oder so. Liste ist je nach Shop, ich glaube es gibt auch Shops, die wollen da irgendwie 2200 mittlerweile für haben, aber wie gesagt, mein Preis war jetzt 1791. Da wäre auch mein Tipp, geht in eBay, da gibt es ein paar Anbieter, die seriöse Händler sind, da kann man sogar teilweise einen Preis vorschlagen und in meinem Fall wurde der dann akzeptiert und dementsprechend bin ich dafür ein relativ geringes Geld rausgegangen. Ich weiß, es gibt Leute, die haben sich das Ding für 1200 mal gekauft und die OPF Downpipe ist anders, die ist leider immer etwas teurer als die Non-OPF. Zum Einbau. Wir haben kein Video gemacht vom Einbau, aber hier vielen, vielen Dank an Robin, der mir da geholfen hat. Beziehungsweise der hat es gemacht, ich habe nur doof zugeguckt. Er hat da nämlich jetzt schon einiges an Erfahrung gesammelt, wie man die Downpipe umbaut und deshalb habe ich diese Hilfe gerne in Anspruch genommen. Und ich habe dann die Erfahrung gemacht, ich hatte zuerst so naiv gedacht, komm, das machst du einfach hier in der Garagenauffahrt, hebst du den Wagen hoch, das wird schon irgendwie klappen, aber ich
habe dann gemerkt, man braucht dafür eine Hebebühne, weil das ist echt sonst, also man kriegt es mit Sicherheit hin. Also ich glaube, das ist theoretisch möglich, aber das ist eine Mega-Quälerei. Also mein Tipp wäre definitiv eine Hebebühne und man braucht ungefähr 2 Stunden Zeit dafür. Ja, obwohl wir den Einbau oder Umbau jetzt nicht zeigen, trotzdem ein paar schlaue Tipps noch, die vielleicht für euch, die es selber umbauen wollen, wichtig sind. Den Dichtring, der vorne an die Downpipe kommt, auf jeden Fall neu kaufen. Ich blende euch auch die Artikelnummer ein, verlinke das auch unten. Verdiene ich keinen Cent dran, einfach nur aus Nettigkeit. Wenn ihr da draufklickt, dann seid ihr direkt bei einem Shop. Aber wie gesagt, habe ich nichts von. Laut BMW-Vorgabe soll man auch die beiden Kupfermuttern, die die Downpipe an dem Halter festhalten, ersetzen. Haben wir jetzt nicht gemacht. Ich wüsste auch nicht, wer das wirklich realistisch überhaupt machen würde. Ist aber wie gesagt die BMW-Vorgabe. Es gibt sehr, sehr viele Einbauvideos, deshalb hatte ich mich entschieden, wir machen da jetzt kein separates zu. Aber was ich gemerkt habe, ist bei den Einbauvideos, die es gibt, da fehlen die Drehmomentwerte. Und nachdem ich ja immer so einen einigermaßen wissenschaftlichen Anspruch habe, will ich die euch verraten. Die Quelle ist direkt von einem sehr lieben BMW-Werkstattmitarbeiter, der mir die Sachen verraten hat. Beide Lambda-Sonden werden mit jeweils 50 Newtonmeter festgezogen. Und dann gibt es ja die beiden Schellen unten am Cut und die, die den Auspuff quasi halten. Die mit der M10-Mutter bekommt 55 Newtonmeter und die mit der M8-Mutter 26 Newtonmeter. Für die V-Bahn-Schelle, die also den Turbo mit der Downpipe verbindet, gibt es interessanterweise keine Vorgabe seitens BMW. Also da wäre mein Tipp, zieht die halt so an, wie sie war. Also ich meine, wenn ihr sie löst, habt ihr immer ein Gefühl dafür, wie fest war das Ding angeknallt. Die Frage kam letztens in einem anderen Video zum Thema Hochdruckpumpe, wie man denn bei einem normalen Maulschlüssel überhaupt das Drehmoment hinbekommt. Und das ist einfach hier der Trick. Es gibt solche Aufsätze, da kommt dann hier quasi der Drehmomentschlüssel rein. Das ist ein 22er Schlüsselweite jetzt auch, also genau das, was wir jetzt brauchen für die Sonden. Und damit kann man dann das Drehmoment dann aufbringen. Da gibt es relativ einfache Sets und für die Hobbyschrauber von uns reicht so ein stinknormales Set. Die sponsern mich leider nicht, aber ich will es euch trotzdem mal zeigen. Ich habe es auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Kann man immer wieder gebrauchen, meiner Meinung nach. Also kann ich euch nur empfehlen, euch so ein Ding mal zu kaufen. Kostet nicht viel, aber dann ist man für alles gewappnet. Kommen wir jetzt zu dem spannendsten Punkt, nämlich, was hat denn die ganze Aktion jetzt gebracht? Also die bringt natürlich Sound und das ist echt deutlich wahrnehmbar. Also kurze Fahrt mitnehmen und einfach mal meine subjektiven Eindrücke jetzt schildern, wenn man so im Alltag unterwegs ist, also irgendwie mit 50 über die Landstraßen fährt, durch die Stadt oder was auch immer und alles im Komfortmodus und wie immer alles 100% legal eingestellt, also keine Klappensteuerung, kein MAD-Burbles des Todes konfiguriert oder was auch immer. Und für mich die wichtigste Erkenntnis, nachdem die HJS Downpipe jetzt drin ist, es nervt im Alltag nicht. Also, es ist wirklich ähnlich leise. Man merkt natürlich schon, gerade im Innenraum, dass sich da jetzt was geändert hat. Aber es ist auf keinen Fall so, dass es einem total auf den Wecker geht. Also das ist wirklich sehr, sehr positiv, finde ich. Was man natürlich hört, ist, wenn man zum Beispiel bei einer Autobahnauffahrt beschleunigt, dann hat man jetzt deutlich mehr Soundvolumen, deutlich mehr Bass im Vergleich zu vorher. Was man natürlich hat, wenn man jetzt im Traction Mode unterwegs ist, wo ja beim OPF die Burbles rausgeschossen werden, dann sind die schon sehr viel lauter als zuvor. Ich hoffe, man hört es durchs Video. Einfach mal wieder vom Gas. Oder man kann runterschalten. Also die sind schon
deutlich heftiger als vorher. Wobei die ja nicht unbedingt gut fürs Material sind und über den technischen Sinn und Unsinn von diesen Burpees, da müssen wir ja gar nicht diskutieren. Aber ich glaube, es ist für viele ein wichtiges Thema, deshalb wollte ich sie im Video unterbringen. Also Burpees werden deutlich lauter, auch im Sportmodus haut ja der OPF durchaus Burpees raus. Die sind dann immer ein bisschen leiser, aber im Vergleich zum Traction Mode. Aber die sind jetzt auch deutlich lauter. Also jetzt fahren wir noch im Traction Mode und ihr merkt es ja, sobald man vom Gas geht, also minimal, ich habe 2000 Umdrehungen, dann ja, gibt es halt hinten schon Popcorn. Dann mal im Sportmodus beschleunigen. Dann wollte ich jetzt natürlich ergründen, wie ist denn die Geräuschkulisse, also halten wir die Grenzwerte ein. Und ich habe den Auspuff mit der Akrapovic Slip-On getestet vorher und jetzt dann im Vergleich mit der 300 Zellen Downpipe. Messergebnissen hier quasi live vor Ort. Also für die, die zum ersten Mal einschalten, das ist ein kalibriertes Messgerät. Also es ist verlässlich, kein Schätzeisen, also keine Handy-App oder womit auch immer gemessen wird. Und wir halten natürlich das ein, was in der EU-Norm drinsteht. Also 50 cm Abstand, 45 Grad Winkel, auf Endrohrhöhe, es darf kein Hindernis in der Nähe sein, dürfen keine anderen Störquellen sein und so weiter. Ich muss auf mein Handy gucken, damit ich nichts Falsches sage. Wir haben das Auto ja mit dem Acra Slip-On, der ja ursprünglich dran war und immer noch dran ist, mal gemessen. Und da waren wir bei einer 87,8 im Komfortmodus. Ist ja auch dann der Modus, den die Polizei bei einer Messung verwenden würde. Also locker unter 94 Dezibel. Und interessant ist mit der Downpipe, ich habe drei Messungen gemacht. Ich blende jetzt einfach nur, oder ich habe nur die lauteste Messung jetzt eingeblendet. Die waren aber alle sehr, sehr ähnlich. Also die lauteste war jetzt 87,5, also sehr nah an den ursprünglichen 87,8. Mit anderen Worten, die Downpipe hat in dem Messmodus keinen Einfluss, zumindest nicht beim OPF. Die maximale Lautstärke, also wir halten zwar genau den Abstand ein, aber wir haben keinen Drehzahllimit, wie bei der Messung mit zuvor 3750 Umdrehung. Man gibt einfach so Gas, wie man Bock drauf hat. Da hatten wir vorher mit dem Acra Slip-On 107,5 und jetzt zusätzlich mit der 300 Zellen Downpipe von HJS 110,1. Also ist schon, ich will jetzt nicht sagen, eine deutliche Steigerung. Man muss halt immer wieder berücksichtigen, das Auto hat kein MAD und MAD hat natürlich einen Einfluss auf den Sound, gerade wenn man mit den Burpees spielt, wenn man mit Overrun Brap spielt und so weiter und so weiter. Also man muss da auch immer fair sein und Äpfel mit Äpfel vergleichen. A, hier ist kein MAD drauf und B, hier ist keinerlei illegale Klappensteuerung verbaut. Also es ist genauso, wie die OEM-Steuerung das vorsieht, also wie es 100% legal ist. Wenn man das Ganze umgehen würde, also mit einer anderen Software, also MHD zum Beispiel oder Klappensteuerung zwanghaft auf, dann denke ich mal, würde man auch nochmal die 110 toppen können. Aber mir ging es jetzt darum zu zeigen, was kriegt man denn 100% legal raus an Schalldruckpegel und an subjektiver Lautstärke. Das Interessante ist nämlich, die Physik kannst du nicht austricksen. Also der Schalldruckpegel, der ist halt so, wie er ist, jetzt 110,1. Subjektiv ist es aber viel, viel lauter geworden. Also die 3 dBA Unterschied Schalldruckpegel, die sind jetzt schon so, dass sie deutlich hörbar sind. Also es gibt Menschen, die können 1 dBA Unterschied hören. Man sagt aber erst so ab 3 dBA ist es wirklich wahrnehmbar und ab 6 dBA ist es eine Verdopplung des Schalldruckpegels. Subjektiv halten wir fest, bringt eine ganze Menge Sound. Objektiv bei den Messwerten ist es jetzt nicht so, dass die Tunnelwände einstürzen. Dann zur Frage der Leistung. Ich habe eine Draghi, mit der ich mit dem vorherigen Setup, also nur der Acra Slip-On, mehrere Messungen gemacht habe. Und für ein OPF ist der relativ gut. Ich habe mit mir selber allerdings nur drin gemessen, also alleine. Und Tank habe ich nie drauf geachtet. Also jetzt war er mit der aktuellen Messung zum Beispiel randvoll, der Tank. Und wir reden über einen hinterradangetriebenen, ja, wie gesagt, OPF. Und da habe ich vorher eine 11,19 reproduzierbar gefahren. Also die ist jetzt logischerweise mit Draghi gemessen und dann normalisiert. Also sprich, Steigung oder Gefälle ist halt rausgerechnet. Gibt es ja einen Umrechnungsfaktor für, also damit man da auch Äpfel mit Äpfel jetzt wirklich vergleicht. Und dann habe ich die Messung jetzt mit der Downpipe gemacht. Also klar, Akrapovic Slip-On ist immer noch dran, aber plus die 300 Zellen Downpipe. Und interessant ist, man ist ungefähr im gleichen Bereich, was ich ja dann auch wieder mit der Messung des Chip-Tuners dann decken würde.
Ich habe eine minimale Verbesserung auf 11,11 bereinigt hinbekommen. Ich habe einfach mal heute 3 Tests gemacht. Die waren alle in einem ähnlichen Bereich. Also halten wir fest, im Grunde ändert sich nichts. Also die 0,08, die sind, glaube ich, je nach Windrichtung oder was auch immer, wahrscheinlich dann eher erklärbar, als wirklich, dass die Downpipe da Leistung gebracht hätte. Hätte ich jetzt MHD, dann könnte ich auch eine Stage 2 fahren und dann wird deutlich mehr Leistung rauskommen. Aber die Downpipe ist jetzt so einfach nur als Soundgewinn und vor allen Dingen als Entlastung des Turbos gedacht. Und da sind wir auch beim Fazit, lohnt sich das? Also ich habe ja gesagt, ca. 1800 Euro, wenn man legal sein will. Deshalb ist mein Fazit, es lohnt sich auf jeden Fall, was den Soundgewinn angeht. Entlastung des Turbos kann man wahrscheinlich schwer messen. Also ob der Motor dann irgendwann, ich weiß es nicht, 250.000 oder 280.000 hält, keine Ahnung. Oder wie lange der Turbo hält, das wird man dann sowieso nie wissenschaftlich gut herausfinden können. Man muss sich einfach nur darauf verlassen, dass die Entlastung des Turbos Vorteile bringen wird. Ich würde es jederzeit wieder machen. Allerdings muss man sich wirklich gut überlegen, ob man so viel Geld ausgeben will, weil das ist dann wieder Geld, was vielleicht für den nächsten Traum, was auch immer der Traum sein kann, ein aktueller M2, vielleicht kommt ja bald auch mal ein M2 Competition raus. Wenn man darauf spart, dann sind die 1800 Euro erstmal wieder weg. Aber wie immer kann man sich da schönreden. Ich habe natürlich meine OEM Downpipe behalten und für den Fall, dass man das Auto verkaufen würde, würde ich dann wieder die OEM Downpipe einbauen und lieber den HJS Cut oder die HJS Downpipe dann verkaufen, weil ich glaube, gebraucht bekommt man die auch noch gut verkauft, wenn die jetzt nicht dann komplett kaputt ist, aber ohne MHD halten die in der Regel. Und wenn man ein Auto gebraucht verkauft, dann möchte zwar jeder irgendwie die ganzen Zubehörsachen haben, aber keinen Cent dafür bezahlen. Deshalb ist immer meine Aktion dabei, ich behalte alle Originalteile, alles was ich umbaue, liegen schön sortiert im Keller und dann kann ich die wieder zurückbauen, falls ich das Auto mal verkaufen würde, was aber absolut nicht geplant ist. Also keine Sorge, es werden noch mehr Videos hier kommen. Da sind wir auch beim Thema. Den Kanal abonnieren lohnt sich. Macht das bitte, falls ihr es noch nicht getan habt. Kostet euch kein Geld, freut mich aber immer sehr. Ihr dürft natürlich auch das Video liken, ihr dürft auch gerne kommentieren, für welche Downpipe ihr euch entschieden habt. Oder, falls ihr gerade in der Suche seid oder bei der Suche seid, ob euch das Video jetzt hier geholfen hat bei der Suche. Und dann wünsche ich euch wie immer noch einen schönen Tag und hoffentlich bis bald auf diesem Kanal.